Kommt zu einem neuen Video. Ja, wie man sehen kann, wieder auf dem Acker vom letzten Mal, wo ich dann leider abbrechen musste, da mein Pinpointer leer war. Jetzt ist er wieder voll. Ich bin halt nicht allein, sondern mit Leo, der da hinten sitzt, der filmt auch gerade. Hab gerade auch wieder eine Münze gefunden, wieder nicht gefilmt, aber macht ja nichts. So, wir sehen, ich hatte hier wieder ein Signal. 74, 70. Ich weiß es auch, warum der Detektor so spinnt hier, weil über mir gleich Zugleise sind. Deswegen. Oh. Und das sieht mir aus. Da fangen wir doch gleich wieder mit einem schönen Fund an. So wie im letzten Video. So, ich habe auch eine neue pinke Zahnbürste. Ist schön verziert. Ich weiß nicht, was es ist. Aber tu es auf jeden Fall ins Coinpad und ihr kriegt es eingeblendet. Mal schauen, was es ist. Und wir sehen uns beim nächsten Signal. So, das nächste Signal liegt schon drin. Es war wieder so ein niedriger Leitwert, deswegen da bin ich mir immer unsicher. Kann was Gutes sein? Na, ich weiß es nicht. War hier drin. Ich habe es mit dem Fuß weg. Hier liegt schon. Oh, die ist ziemlich runtergerockt. Die ist ziemlich kaputt. Ich denke, da werde ich nichts mehr rauskriegen. Ist auf jeden Fall eine Münze. Aber was für eine, keine Ahnung. Heller, Kreuzer, Pfennig, kein Plan. Keine Ahnung, echt. War bestimmt eine schöne Münze, aber jetzt nichts mehr. So, ja, ich habe es leider wieder nicht live gefilmt. Passiert mir letzter ganz schön oft. Naja, macht ja nichts. Hier ist es drin. Es war wirklich tief. Es ist eine Münze, Alu-Münze. Wie sich scheint, hat sich jemand auch einen Anhänger draus gemacht. Ich gehe mal in den Schatten. Ja, sich Regen bringt Segen. Da oben, wie als wäre mal ein Loch durchgemacht worden. Oh, schöner Fund. Nächstes Signal. 77, machen wir auf 79. 84. Der nächste Zug kommt auch schon wieder. Hier geht direkt Bahngleise vorbei. Ey, ist es Silber, oder? Nein, nein, nein. Ist es Silber? Oh nein, ich dachte wirklich, ist es Silber. Schade, schade, schade. Es ist ein Knopf. Der Detektor, ich weiß auch nicht. Na gut, kommt hier zu den Funden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Signal. Nach dem Knopf. 76. Silber. Leute, es ist Silber. Ich habe Silber! Ja. Diesmal täusche ich mich aber nicht, oder? Nee, es ist wirklich Silber. Zwar keine große Fette, aber es ist immerhin Silber. Schau. Gut. Silber, schön, schön. So, haben wir schon eine Silbermünze. Mal schauen, wie viel heute kommen. Aber ich bin mit der jetzt auch schon zufrieden. So, gut, die Silbermünze. 70, 73. 74, 70. 'S. Auf jeden Fall kein Schrott. Es war jetzt drei Löcher, drei gute Funde, würde ich sagen. Irgendwie eine Blume oder so. Irgendwas Schönes Verziertes. Keine Steine oder so drauf, aber trotzdem. Mann, das gibt's doch jetzt nicht. Ja, besser ist es. Kommt auch hier rein. Das kommt da rein und wir sehen uns beim nächsten. So, Leo kommt gerade zu mir mit einem Fund. Und so lange können wir das hier machen.
hast du? Was haben wir? Ist die Frage. Ah, von einer Schelle oben. Von einer Schelle. Ich habe das gefunden. Ich habe Werkzeugmarke gefunden. Oh. Werkzeugmarke 100. Bahnbetriebs Cottbus. Cottbus ist aber ziemlich weit von hier weg. Wie die hier kommt, keine Ahnung. Ich habe eine Schelle, also ein Stück davon. Gut, machen wir so, weiter. Hier kam schon rausgekullert. Sieht mir aus wie ein Knopf. So. Gucken. Ja, es ist auch ein Knopf, definitiv. Hohlknopf. Nicht Hohlknopf, ich weiß nicht, sagt man dazu Hohlknopf. Also der ist halt hohl innen. Deswegen, keine Ahnung. So, der passt aber nicht ins Coinbett rein, der ist zu rund. Der kommt so in die Tasche. Und dann ist das doch auch schon wieder ein schöner Fund und wir sehen uns beim nächsten. Ja, hier ein Oberflächenfund. Sieht mir aus wie ein Knopf. Das ist es auch. Also in Bronze. Hinten ist, ich weiß nicht, ob da Eisen drin ist. Bei den flachen ist es auf jeden Fall. Keine Ahnung, der kommt auch hier rein. Ja, schön auch nach dem Knopf hinter mir. Hier die nächste Münze. Und ich, nein, oder? Das gibt's nicht. Schon wieder Silber. Ich hab wieder Silber! Silber! Alter Schwede. Nochmal Silber. König von Bayern. Hinten das bayerische Wappen drauf. Es wird wohl ein Kreuzer sein, oder? Ich kann wieder nicht auf. Gleich hier rein, wirklich ein bisschen sauber gemacht. Ja, es ist wieder Silber. Zweimal Silber. Nice. So, ich muss euch wieder nach. Ich glaube, ich habe schon wieder Silber. Ich weiß es nicht. Das wäre ja. Hier sehe ich es. Da, da. Hä? Ah! Hä? Nee, was? Hä? Schmuck. Ich will mich überhaupt vor. Ja, tu ich. Ah! Ach, so ist das. Ah, okay. So. Nee. Das ist in Bronze. Aber das ist, also, das ist ein Niederhaken, für den man Bayern, schätze ich mal, ich weiß nicht, ob es daran liegt, an den Dirndl und an den Trachten und so halt, sind die ganz oft dran. Zum Niederhaken kann ich in mein Bild einblenden. Schöner Fund. Ich weiß noch nicht, ob das Silber ist oder nicht. Puh, keine Ahnung. Wenn, dann dreimal Silber, wenn nicht, dann nicht. Schwer ist es auf jeden Fall. So, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist das dritte Mal. Ich bin hier gerade gelaufen. Jetzt kommt es gar nicht rein. Ich habe hier nämlich mit dem Fuß gegen diesen Batzen gehauen. Und dann dachte ich, ich habe irgendwas Rundes gesehen, habe drüber geschwenkt. Da gerade hat die meinen Detektor gar nicht reingekriegt. Und hier unten. Hier liegt das. Und es ist wieder Silber. Es ist das dritte Mal Silber. Ich werde verrückt. Ich werde echt verrückt. Dreimal Silber. Das ist der Wahnsinn. Man muss auch bedenken, ich war hier schon öfter ohne Kamera. Das heißt, ich habe jetzt hier mindestens schon 20 Mal Silber rausgeholt. Mindestens. Und davon 6 Mal in einem Video. Das ist krank. Das ist die neue Silberfläche. Definitiv. Silber und Zweiter Weltkrieg. Ist der Wahnsinn. Gut, ich muss erstmal. Puh, dreimal Silber. So, ich habe hier den nächsten Fund. Oh, Drittes Reich. Ein Pfennig Drittes Reich. Findet man auch nicht so oft. Also noch gut erhalten halt, meine ich. Schau mal. Der ist Drittes Reich. Der ist Zink. Nein, der ist nicht Zink. So, während da hinten gerade der Bauer am Ackern ist, der macht hier gerade schon das Feld glatt. Ich hoffe, der sieht nicht an. Wir wollen morgen hier nochmal drauf. Aber ja, da hinten fährt er. Ich weiß nicht, ob man es sieht.
Ein Penning, drittes Reich. Schön. Nicht schlecht. Ich muss jetzt leider mit Handy filmen, da meine GoPro leer ist und ich heute meine Ersatzakkus nicht dabei habe. Die habe ich immer in meiner Fronttasche. Aber ja, heute mal nicht. Ich habe hier jetzt eine Münze. Oh, jetzt ist mir wieder runtergefallen. Eine Münze. Jo, will wieder bayerischer Pfennig oder so sein. Mal gucken. So, Freunde, mein Detektor liegt da. Leo hat auch ein Signal. Da können wir gleich hinschauen. Was anderes Cooles, was ich hier liegen. Ich weiß nicht, ob man es schon mal in einem Video gesehen hat. Hier liegen ganz viele Scherben. Und ja, wir haben gerade einen richtig coolen Fund gemacht. Was hat Leo da gefunden? Blei. Blei. Ja, ich meine, guckt euch das an. Man erkennt es leider gar nicht. Seht ihr das? Da steht Dienst. Und die es nicht wissen, früher im Dritten Reich wurde ja alles Porzellan so gestempelt. Und ich bin mir fast zu 100% nicht sicher, dass das eine Tasse des Reichsarbeitsdienst war. Richtig cool. Mitten auf dem Feld. Ich bin gerade, ich weiß nicht, ich denke, man sieht es, wo auch immer ich gerade hinzeige. Da. Ich bin gerade hier lang gelaufen und Herr Bombensieger, ich gucke auf den Boden, ich sehe das. Er kann es bezeugen, er war dabei. Ja. Guckt euch das an. Einfach an der Oberfläche. Wie nichts. Wie als wäre es nichts. Da hinten kommen gerade. Da hinten schreien gerade irgendwelche kleinen Kinder rum. Er sucht immer noch nach Porzellan. Er hat auch schon wieder was. Also, ihr seht, hier liegt definitiv was rum. Nur, wie gesagt, da hatte ich halt jetzt einmal Glück, dass das Arbeitsdienst unten drauf gestanden ist oder noch ein Teil davon. Ja. Eine schöne Schnalle. Gut. Machen wir weiter. Nächster Fund, Bleiblombe. Und ja, da hinten, da kommt er, fährt immer noch. Deswegen liegt das hier alles ziemlich an der Oberfläche, also alles eigentlich. Leo hat einen Fund gemacht, was hast du? Keine Ahnung, sagt er. Was ist das denn? Das ist irgendwie vielleicht ein Teil von der Schnalle oder so. Keine Ahnung. Okay, gut, ich melde mich beim nächsten Fund. So. Ich sehe gerade nicht. Da liegt's. Leo kommt schon. Es. Nein, und ich dachte, es wäre Silber. Nein! Ich dachte, es wäre Silber. Das ist ein Zinker. Er hat so Silber ausgesehen. Der sieht aber auch Silber aus. Aber das ist ein Zinker. Nein, ich dachte. Ja gut, Münze ist Münze. Naja, wohl eigentlich nicht. Doch, ach keine Ahnung. Münze ist Münze. Abgerockter Zinker. 10 Reis finde ich wahrscheinlich. Ja, ich dachte schon. Gut, bis zum nächsten Mal.